deine Hüfte ab, drehe mich auf die Seite. Um jetzt noch weiter auf die Seite zu kommen, forciere ich das Ganze mit einem Druck am Kopf, setze das Bein über, bringe die Hüfte noch weiter raus. Wichtig, Griff am Oberarm, damit sie nicht den Arm befreien kann. Die freie Hand greift jetzt am Fußgelenk, Kick und Streckung des Beines gleichzeitig. Dann kommt sie auf den Bauch, ich komme nach oben, greife unter den Arm in das Revers, vollführe den Hürdensitz, schiebe meine Hüfte jetzt komplett nach vorne und alleine durch das nach vorne Schieben der Hüfte bekommt der Schulterhebel.